als nächstes die reine Translationsbewegung. Eine Translation heißt, es ist eine Bewegung ohne Drehung. Ohne Drehung. Und ohne Drehung in der Ebene heißt, dass dann das Phi Punkt 0 sein muss. Nicht? Also, Phi Punkt ist 0, keine Drehgeschwindigkeit, aber der Schwerpunkt kann natürlich so irgendwie sich dahin bewegen. Wenn Phi Punkt 0 ist, folgt natürlich Phi 2 Punkt ist 0. Phi 2 Punkt ist 0, weil der Drehwinkel jetzt konstant bleibt. Und der Drahlsatz, dieser Theta S Phi 2 Punkt Satz, wird zur Statik. Also aus Theta S Phi 2 Punkt gleich M äußere um S wird dann M äußere um S ist 0. Also die statische Momentengleichung. Statisches, sagen wir, Momentengleichgewicht, sagen wir eigentlich. Während die anderen beiden natürlich dynamisch bleiben, mx2.s und my2.s. Und wir könnten das zum Beispiel anwenden beim Anfahren eines Fahrzeugs. Als Beispiel Anfahren eines Fahrzeugs. Masse M. Das sei also jetzt, das ist das Fahrzeug. Dann machen wir da zwei Räder. Masselose Räder. M. Ich muss den Schwerpunkt natürlich einzeichnen. S. Das ist ganz wichtig, der S. Und auf einer waagrechten Straße fährt das Fahrzeug M an. Der Massenmittelpunkt befindet sich in der Höhe HS. MHS. Der Abstand der Radachsen ist natürlich auch bekannt. Da ist das Gewicht runter. Also sagen wir da vor und zurück. Vor und hinterm Gewicht. Da hier. Die Abstände nennen wir L1 und L2. Sind auch bekannt, L1, L2. Also der gesamte Achsabstand ist dann das L. Radmaßen vernachlässigt. Masselose Räder und wir nehmen nun an, es gibt einen Hinterradantrieb mit einem Antriebsmoment MA. Hinterachse angetrieben. Das Antriebsmoment nennen wir MA, Antrieb eben. Antrieb. So. Kriegt auf die Hinterachse. Natürlich ist das verbunden da, das ist klar, das sind ja die Radaufhängungen da zur Achse hin. Und infolge dieses Hinterradantriebs wird, oh Gott, irgendwas habe ich jetzt, nein, passt schon noch, so zurück.
Wert, ich wollte nur die Farbe wechseln. Jetzt, ich steige jetzt die Kräfte ein. Folgende Kräfte geben. Es gibt erstens einmal da die Aufstandskraft, vorne und hinten. Das eine ist das F2, sagen wir vorne, weil da das L2 ist, und F1 hinten. Das sind die Normalkräfte. Dann gibt es eine Antriebskraft, die nenne ich FH, weil das, wenn wir annehmen, dass das Rad nicht gleitet, ist das die Haftkraft, die sozusagen das Fahrzeug nach vorne schiebt. Und dazu kommt als zusätzlich als äußere Kraft das MG. Die drei sind Reaktionskräfte, nicht? Und das andere, naja, das FH ist eine Aktionskraft, aber F1 ist zwei sind Reaktionskräfte. Und unter der Wirkung von FH tritt nun ja die Bewegung ein. Oh Gott, also das funktioniert nicht mehr ganz richtig. Ich gehe nach vor. Ich möchte jetzt die Tintenfarbe wechseln. So. Die Bewegungsgleichung, nicht, ist ja durch die Schwerpunktskoordinate x gegeben. Die y-Koordinate bleibt konstant. Nicht? Also, wir haben jetzt hinzuschreiben, y, wenn wir uns die Koordinaten anschauen, ist hs gleich konstant, daher keine Beschleunigung in der y-Richtung. Ys 2 Punkt ist 0, der fährt auf gerader Strecke dahin. Wir haben keine Drehung, Sie sehen, das Fahrzeug dreht sich ja nicht. Also Phi ist 0 und damit auch Phi 2 Punkt 0, keine Drehung. Das heißt, die einzige dynamische Gleichung, die wir haben, ist jetzt das M x 2 Punkt, wobei x jetzt die Koordinate des Schwerpunkts ist, ist gleich Summe der Kräfte in x-Richtung. Und da habe ich nur das FH. Das ist also die erste Gleichung. Die zweite Gleichung ist eine statische Gleichung. Das MYS 2 Punkt ist 0. Also 0 ist gleich Summe der vertikalen Kräfte. Da steht F1 nach oben plus F2 minus MG. Drittens, der Drahtsatz um S sagt links 0, Theta S Phi 2 Punkt, ist gleich Summe der Momente um S. Das ist der Satz, der jetzt entartet in die Momente um S der Kräfte. Und Sie sehen, da gibt es ein F2, das links dreht, und F1 dreht rechts und FH dreht wieder links. Also wenn ich das jetzt hinschreibe, heißt das F2 mal L2 plus FH mal HS minus F1 L1 ist 0. Das sind jetzt die drei Gleichungen, von denen zwei in statische Gleichungen entartet sind. Die eine ist die Summe der Kräfte in y 0 und die zweite ist die Summe der Momente um S 0. Wenn wir die Zahl der Unbekannten ablesen, dann haben wir 1, 2, 3 Kräfte, nicht alle drei Kräfte, und die Koordinate x. Die wollen wir ausrechnen. Wie wird denn der Wagen beschleunigt? Aber jetzt kommt das M-Antrieb noch gar nicht vor drinnen, nicht? Das ist ja die Ursache des, dass er sich bewegt. Nun, um jetzt das M-Antrieb reinzubringen, denke ich mir das Rad herausgeschnitten. Ich schneide das Rad heraus und betrachte das Rad für sich. Das Rad auf die Radachse wirkt ja das Antriebsmoment. Und es wirken auf das Rad dann die beiden Kräfte. Hier das F1, da das FH, dann wirken natürlich in der Achse selbst ein paar Kräfte, die könnte man
irgendwie einzeichnen auch. Das sind die Achskräfte, das ist der Aufstandsdruck, und natürlich vom Chassis her sind das die beiden FAX und FAY-Kräfte, die in der Achse drinnen wirken. Und dann kommt aber als wichtigste Größe natürlich das Antriebsmoment. Wenn ich nun das Antriebsmoment wirken lasse von der Achse her, das ist vielleicht eine schlechte Farbe. Farbe, ich nehme es einfach wieder schwarz, dann bleibe ich dabei. Das Antriebsmoment, das dreht ja so. Das kommt von der Achse her, nicht? Die Achse wird so angedreht. Das rücktreibende Moment wirkt aufs Chassis und hebt das Chassis in die Höhe eigentlich. Also das ist mein M-Antrieb, wenn ich das herausschneide jetzt. Und jetzt müssen für das Rad natürlich müssen auch die drei Gleichungen gelten, aber es interessiert mich eigentlich nur die Momentengleichung um die Achse A, weil die anderen beiden Gleichungen geben mir ja nur die Größe der Kräfte da drinnen. Also nehme ich viertens als vierte Gleichung vom Rad die Summe der Momente um die Achse. Summe MA, und die muss 0 sein, wenn ich die Drehträgheit des Rades vernachlässige. Nicht? Weil dann habe ich M Antrieb minus FH mal Radius R. Der Radius, also es steht M Antrieb ist gleich FH mal R. Das Antriebsmoment muss durch die Haftkraft im Abstand R aufgenommen werden. Rollreibung haben wir weggelassen. Damit ist aber das FH ja bekannt. Antrieb durch R. Und damit kann ich aber jetzt aus 1 gleich die Beschleunigung ausrechnen. X2-Punkt, Beschleunigung des Fahrzeugs, ist gleich Antriebsmoment durch R mal M. Ist gleich konstant. Die Bewegung erfolgt mit konstanter Beschleunigung. Das heißt, das nächste ist das X-Punkt, ist, also ich sage jetzt, die Konstante heißt A. X-Punkt ist A mal T. Mit der Anfangsbedingung 0, nicht? Aus dem Ruhezustand. Und das x ist dann a halbe t Quadrat. Interessant sind aber die Aufstandskräfte. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Kraft F2 ausrechnen möchte, dann habe ich da die Gleichungen 2 und 3 zur Verfügung. Also der nächste Punkt heißt Berechnung der Aufstandskräfte. Da steht F1 plus F2 ist gleich mg, ja, das gesamte Gewicht, müssen es tragen, die Aufstandskräfte. Und wenn man das, die zweite Gleichung jetzt auch so anschreibt, dann steht hier F1L minus F2L ist gleich FH mal HS. F1L minus F2L. Und das sind zwei Gleichungen für zwei Unbekannte. Also würde ich hier, da muss ich L, L2 und L1 schreiben, werden sie L1 und da L2. Und wenn man hier die obere Gleichung zum Beispiel mit L1 multipliziert, mal L1, und dann subtrahiert die beiden, dann fällt das F1 weg. Und interessant ist ja, wann hebt der vorne ab, nicht? Durch die Beschleunigung. Also F2 rechne ich aus, indem ich da sage, ich subtrahiere, dann steht hier F2 mal L1 plus L2 mal L ist gleich MGL1 minus FH HS.
Und FH ist M Antrieb mal HS durch R und L ist die L1 plus L2. Damit ist die Aufstandskraft F2 gleich der statischen L1 zu L. Sie sehen, das ist das statische Moment MGL1, wenn das Fahrzeug in Ruhe ist, wenn es am Boden steht, nicht, ist das die statische Aufstandskraft. Nicht? Mg mal L1 muss gleich F2 mal gesamtes L sein, hinauf da. Nicht? Und jetzt wird die aber verkleinert durch den Antrieb, M Antrieb durch R mal Hs durch L. Naja, und wenn die gleich 0 ist, wir nehmen an, es ist größer 0, solange gelten nämlich unsere Gleichungen. Wenn die nämlich kleiner 0 herauskommt, dann muss ich andere Gleichungen aufschreiben, weil da kommt jetzt die Drehbewegung dazu, wie das Fahrzeug aufsteht. Ne? Sie sehen also, obwohl die Bewegung eigentlich ja nur in einer Richtung erfolgt, wie ein Massenpunkt, mx2-Punkt ist Kraft, ne? Muss ich sehr wohl berücksichtigen, um zu den Aufstandskräften zu kommen, auch die Momentengleichung. Und die halt, wenn keine Drehbewegung ist, bei reiner Translation eben eine statische Gleichung ist. Man könnte dasselbe natürlich jetzt mit Vorderradantrieb machen und man könnte dasselbe jetzt mit Rollwiderstand machen und man kann es auf einer Steigung machen. Also das sind alles ja, Variationen zum selben Thema. Das war das Anfangen eines Fahrzeugs in der Ebenenbewegung.